Ich schaue TV mit der neuen Samsung SSD 830 Serie hier zerlegt. Auf einem Event, wie ihr sehen könnt, eigentlich ist nicht viel in so einem Gehäuse drin. Es ist eigentlich aus Plastik, auch wenn es von außen her metallisch wirkt. Aber es sind nur ein paar Chips eingebaut, die hier bei diesem SATA 3 Gerät nur auf der einen Seite vorhanden sind. Dadurch überhitzt es auch wirklich nur auch einseitig, beziehungsweise überhitzt gar nicht, denn wirklich von Samsung sehr schön gebaut, leicht, dünn und natürlich schön stabil durch das Gehäuse. Vielen Dank fürs Zuschauen bei LTV aus Barcelona. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balaschka und das war die Samsung SSD 803.